Herzlich willkommen zur Sommerausgabe von Wein am Limit. Leute, ich hoffe, es geht euch gut. Ihr seht, mir geht's ziemlich gut. Ich bin in Frankreich, im südwestlichen Teil von Frankreich, in der Nähe von Bordeaux, in einer kleinen Gegend, die heißt Côte de Bourg, die Petit Suisse. Die liegt sozusagen auf der anderen Seite der Gironde. Also nicht auf der berühmten Seite, wo das Médoc ist und Margaux, Pauillac und Saint-Estèphe und die ganzen berühmten Chateaux, sondern hier ist die Welt ein bisschen beschaulicher, ein bisschen kleiner. Und die Côte de Bourg heißt sie deswegen so. So, jetzt muss der Kameramann einmal den Schwenk über die Landschaft machen, dann erkläre ich euch das, warum das so heißt. Weil die Côte de Bourg heißt sie deswegen, weil, schaut euch mal um hier, dann sieht man, es ist eine sehr abwechslungsreiche Landschaft, es ist sehr unterschiedlich, also sehr schöne Topografie, sehr unterschiedlich. Wir sind ganz in der Nähe vom Fluss und ich bin hier bei Château de la Grave zu Besuch und im Swimmingpool. Das ist die zweite Swimmingpool-Verkostung. So, und ich habe immer gesagt, ich mache mal heute Folgendes, weil ich finde, dass die Supermärkte in Frankreich relativ gut sortiert sind, wenn auch nur mit französischen Weinen. Habe ich mir zwei Weine aus der Region geholt, die ich jetzt schön gechillt habe. Mal einmal noch ganz kurz den Nachwuchs. Hallo, möchtest du? Ja? Hä? Möchtest du? Ja. Gut, okay. Ciao. Versorgen. So, jetzt kommen die Erwachsenen dran. Habe ich den ersten Wein. Hat 4,50 Euro gekostet. Das ist ein Côte de Bourg, den ich nicht kenne. Moulin de Grave, 12,5 Alkohol aus den Rebsorten Sauvignon Blanc und Sauvignon Gris. Und wir hatten ja, letztes Jahr hatten wir Rosé, aber ich meine, hier gibt es zwar auch gute Rosé in Bordeaux, aber mal ganz ehrlich, ich finde nach wie vor Rosé Provence ist für mich nochmal ein bisschen der Standard. Und hier die Weißen, muss ich sagen, sind in Bordeaux eigentlich die Weine, die immer am meisten überraschen können. So, Sauvignon Blanc, die Rebsorte, die wir kennen von der Loire, Sancerre, Puy-Fumé, die in Südafrika, in Neuseeland angepflanzt wird. Und die hier so ein bisschen ihren Ursprung hat. Sie ist eine der Rebsorten übrigens, die den Cabernet Sauvignon, eine Vater- oder eine Elterngeneration vom Cabernet Sauvignon. So, gucken wir mal hier. Ja, schon sehr typisch, diese fruchtigen Noten. Bisschen apfelig, bisschen kurz, bisschen dünn, bisschen frisch. Stachelbeere. Guter Wein, saftiger Wein, frischer Wein. Am Pool schmeckt sowieso immer ein bisschen alles anders oder im Urlaub schmeckt alles ein bisschen anders. Was sagt der Kameramann? Wir hatten gestern einen sehr, sehr guten, aber das ist sehr ordentlich, schön sauber, schön frisch. Ich meine, für 4,50 Euro wollen wir uns mal auch nichts vormachen. Da muss man schon lange schauen. Das ist sehr, sehr gut gemacht. Hier im Urlaub schmeckt er mir. Ich weiß nicht, ob ich ihn woanders trinken möchte, aber das ist schon mal ganz, ganz ordentlich. Kann man machen. Muss man aber nicht machen. Hab schon ein paar Sachen probiert hier, die mich mehr vom Socken geholt haben. Und jetzt bin ich ganz gespannt. Der Wein hat das Doppelte gekostet. Das ist auch kein Unbekannter. Das ist Château Brûlé-Sceille. Ein Côte de Bourg auch. Und zwar vom Argilo-Silicieux-Böden. Ein Assemblage aus 75% Sauvignon Blanc und 25% Sauvignon Gris. Der Sauvignon Gris, der schmeckt auch nicht ganz so aromatisch wie der Sauvignon Blanc, hat aber dafür eine richtig stramme Säure. Und jetzt bin ich mal sehr gespannt, weil Brûlé-Sceille ist wirklich ein guter Name. Hat sogar 25% in neuen Holzfässern zugebracht. Hat auch Batonnage gemacht. Das heißt also, wenn der Wein im Fass liegt, wird die Hefe ein bisschen aufgerührt. Also es müsste ein bisschen komplexer sein. Oh, das ist geil. Das ist aber schön. Das gefällt mir. Wunderschönes Bouquet, Passionsfrucht, Mango, Litschi, Stachelbeere, Cassis, man merkt das Holz sehr, sehr schön. Das Holz ist aber sehr schön eingebunden, gibt eine schöne Wärme, der Wein hat eine schöne Rundung, schöne Frische hinten raus, ein bisschen mehr Säure könnte er haben vielleicht, aber tolle Nase, so richtig typisch Sauvignon Blanc mit dieser tropikalen, fruchtigen Note. Mit dieser fantastischen, zupackenden Nervigkeit, die diese Rebsorte hat. Das ist der Wein, den ich beim Swimmingpool oder am Swimmingpool trinken möchte. Ich habe einen Freund in Südafrika, ich glaube, ich habe es letztes Mal schon erzählt, Ibn Saadi, der sagt ja immer, I don't produce wines to be drunk at the Swimmingpool. Aber ich muss mal ganz ehrlich sagen, lieber Ibn, wenn man schon am Swimmingpool ist, dann will man auch was Anständiges trinken. Und da gebe ich dir recht, das ist ein Swimmingpool-Wein. Das ist einer, der lässt so ein Swimmingpool ja, zu einem richtigen Erlebnis werden. Wunderschön.
sehr schön, weil er auch vor allen Dingen nicht dieses Grasige hat, was der Sauvignon hat, sondern wirklich mehr die Reife, und das Holz tut ihm wirklich sehr, sehr gut. Klasse, herrlicher Trinkwein. So, Leute, ich mache Folgendes. Ich mache es mir jetzt ein bisschen gemütlich. Eine Sendung wird noch kommen hier aus Bordeaux, da in den nächsten Tagen. Vielen Dank auch nochmal für die guten Kommentare und auch für die gute Diskussion, die wir hatten in den letzten Wochen. Ich denke, es hat ein bisschen geholfen. Ich habe es ja schon gleich gemerkt. Es ist ein bisschen was passiert. Und ich sage Dankeschön. Ich wünsche euch einen schönen Sommer. Hier im August hinzufahren ist tödlich. Dann machen die Franzosen auch Urlaub. Aber wer hier im Juli hinkommt, an die Côte d'Azur, das kann ich nur empfehlen. Hier ist es nicht so voll, hier ist es nicht so überlaufen, hier ist es nicht so teuer. Und die Leute sind irgendwie auch noch nett, die haben Zeit. Also das ist eine der Gegenden, die es sich lohnt, in Frankreich zu entdecken. Ich wünsche euch jetzt weiterhin gute Zeit. Ich hoffe, das Wetter in Deutschland ist auch cool. Also, tschüss!